Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit mit Planet Coaster. Ja, die zweite Folge schon. Und wir haben noch gar nicht den Park öffnen können, denn es fehlt uns noch ein bisschen an Feinschliff. Und da ich das auch nicht so unbedingt unterbrechen wollte, habe ich einfach die letzte Folge ein kleines bisschen kürzer gemacht, auf dass wir uns jetzt so ein bisschen vor allem mit den Naturrequisiten, die wir hier haben, austoben können. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas Neues entdecke. Warte mal, der Joshua-Baum, der kommt mir, glaube ich, bekannt vor, ja. Nee, ich glaube, ich entdecke hier nichts weiter Neues. Schade. Platane, ist das wirklich ein Baum? Heißt der so? Platane? Ja, Pappeln, die kenne ich. Die sind mir geläufig. Und Strandbäume, wenn das der Fachterminus ist? Keine Ahnung. Wo ist der grüne Busch? Er führt direkt zu einem Busch. Ah, die gute alte Eiche. Wir setzen eine deutsche Eiche. Wir sind zwar Tropen, aber ich werde den Bereich wegen dieser Sachen erstmal ein bisschen bodenständiger von der Bepflanzung machen. Und da greifen einfach mal so ein bisschen in die Vollen. Und um das mal zu zeigen, was es bewirkt, wir haben hier wo haben wir es? Warteschlangen-Szeneriebewertung. Die steigert sich eben durch so eine Gebäude oder Bepflanzung. Alles, was halt Szenerie ist, und hält die Leute, während sie warten, eben etwas bei Laune. Und das wollen wir ja erreichen, damit sie sich wohlfühlen und auch eher bereit sind, ein bisschen zu warten für ihren Spaß. So, hier können wir mal so richtig in die Trickkiste greifen, ordentlich was hinballern. Es wird ein bisschen Kuddelmuddel, es wird nicht schön, was ich mache. Aber es wird was. So, da drehen wir es noch mal ein bisschen. Akazien. Der Baum hat schon so einen schönen Namen irgendwie. Den packen wir mal so hin, oder? Stört er keinem Ride? Oh, doch, tut er. Nee, das ist in Ordnung. Ich musste nur ein wenig drehen, dass der... Ja, da kann er sich jetzt frei drehen, das kleine Mini-Riesenrad. Hier sollte der auch nicht im Weg sein. Wenn doch, ja, frisst man eben ein paar Blätter. Ist halt so. Blühende Kriechpflanze, ist das neu? Oder wie, oder was, oder? Blühende Kriechpflanze, sind das nicht Weintrauben oder so? Ja, wie auch immer. Naja, wer will denn sowas hier? Das brauche ich höchstens, wenn ich so ein Traumprinzessenschlösschen mache. Damit das ein bisschen ausgeglichener bzw. etwas akkurater wirkt. Aber ansonsten, ne. Oh, und mein Bärenbusch. Ich, bzw. heißt der? Ne, rotblühender Busch, sind ja keine Bären. Aber ich mag das Ding. Das ist so absolut einer meiner Lieblinge. Und ich hoffe, dass die da vielleicht noch ein bisschen mehr Buschvielfalt reinpacken, weil mit Büschen, finde ich, kann man richtig toll dekorieren. Und wenn man den Baum hier schön rein versenkt, Zuschauer der ersten Stunde werden das noch aus der Alpha 1 kennen, der kann damit auch richtig schöne Dinge machen. So, das kommt wieder so ein bisschen normaler rein. Vielleicht noch mit so einem kleinen Rotbusch dazwischen. Dann packen wir, ja, ein Waldbusch geht natürlich auch. Ein bisschen was Geordneteres. Wir machen hier richtig kunti-bunti, ein bisschen durcheinander mischen. Und den Rest füllen wir einfach mal so ein bisschen auf mit Sonnenzeug. Vielleicht noch mal was Kleineres dazwischen, um etwas Abwechslung zu sorgen. Und schon hat das Ganze so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Pfiff. Sieht doch ganz akkurat aus.
das Ganze nochmal für andere Rides ebenfalls machen. Da geht immer viel Zeit drauf und ich weiß auch nicht, wie ich es auf Dauer handhaben werde mit dem Let's Play. Kann sein, dass ich mal tatsächlich auch einen Livestream mache. Kann auch sein, dass ich offscreen größere Sachen bearbeite, wo ich glaube, dass das ziemlich langweilig auf Dauer wird, mir dabei über die Schulter zu schauen. Hängt natürlich dann auch ein bisschen von euch ab, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Aber ich glaube, es gibt da einige Sachen, die werden schlicht öde zuzuschauen, wenn da stundenlang irgendwo dran rumgefeilt wird. Achterbahnbau, da werde ich euch natürlich schön mitnehmen. Achterbahnen machen Spaß und dauern eigentlich auch nicht jetzt übermäßig lang, bis auf halt vielleicht die Szenerie, die dazu gemacht wird. Aber das kann ich dann ja immer noch abkürzen. Aber ansonsten möchte ich euch gerne weitestgehend bei dem Achterbahnbau dann mitnehmen. So, da hauen wir mal sowas rein. Und. Wo haben wir denn das, was ich suche? Machen wir hier mal nur sowas hin und Gott, was suche ich überhaupt gerade? Ich kann euch so viel sagen, ich suche was. Ja, diese schönen Dinge. Das füllt einfach, finde ich, so eine Rasenfläche ordentlich mit Leben. Da kann man dann auch mal was rausschauen lassen. So. Also ein kleines bisschen Abwechslung kann man mal reinbringen. Dann nochmal hier so ein Bärenbusch. Ah, nicht Bärenbusch. Bunte Blumen. So, jetzt haben wir es. Und haben wir auch das für uns entdeckt. Mit 58%, ja. Ist in Ordnung, ich muss jetzt nicht alles gleich auf 100% bringen. Wir wollen die Besucher ja auch nicht unnötig hier verwöhnen. Oh ne, Tannen, das ist mir doch ein bisschen... Tannen gibt es nicht so schnell bei mir. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin nicht der große Tannenfreund. Mein Freund die Tanne. So. Gut, hier ist offenbar Einflugschneise des Fahrgeschäfts, wenn ich das so sehe. Oder geht die hier? Ah, pack mir die dahin. Eisenholz. Elefantenbäumchen. Oh ja, so ein Elefantenbäumchen sieht doch ganz schick aus. Das packen wir dahin. Oh, das wird alles richtig schön Kraut und Rüben. Ich sehe schon kommen. Haha, ich habe es aufs Gelände gepflanzt. Ich Depp. So, ich könnte jetzt eigentlich noch ein bisschen mixen, indem ich das rotiere. Oh, das wäre auch richtig toll. Wenn man einstellen könnte, dass es so einen Zufallsrotate gibt, falls man halt Flächen mit Steinen und Blumen füllen will. Das wäre richtig toll, dass man immer so eine Zufallsrotation hat, um das Ganze ein bisschen vielfältiger aussehen zu lassen. So, jetzt wieder meine hochbeliebten Dingers reinpacken, denn so. Eieiei. Nee, da will ich irgendeinen anderen Stein reinpacken. Vielleicht auch hier so mittendrin, oder? Ja, richtig schön mittendrin. Man weiß nicht, warum die Steine da stehen, aber sie stehen halt da. Weil sie schon immer dort standen. So, jetzt haben wir doch auch das so halbwegs gemacht. Ja, wir können hier noch ein bisschen das Ganze mit diesem Zeugs füllen. Ein bisschen. Ich finde, das sieht einfach schöner aus als so eine platte Grastextur, wo gar nichts rausschaut. Oh, schon wieder. Wo gar nichts rausschaut. Finde ich zumindest richtig knorke, sowas.
Normale Blumen, das bräuchten wir noch. Das wäre richtig geil, wenn wir sowas noch bekämen. Ja, hier haben wir so ein kleines bisschen, aber das ist auch nicht so das Allerwahrste. So, bisschen Vielfalt rein und gut ist. Nochmal hier so ein rein. Und dann sieht der Park doch schon mal ein bisschen schnieke aus. Machen wir auch nochmal. Ja, so ein. Wobei, nee, da ist ja eine Tür. Das ist doof. Das ist ziemlich doof. Dann kommt das Ganze ein bisschen versetzter. Ich meine, warum nicht? So, man muss ja auch in die Tür reinkommen können, auch wenn die nur Deko ist. Oh, hier haben die auch so eine Rangpflanzen. Das ist schön gemacht. Das mag ich. Oh, hier ist noch so ein bisschen lieblos. Da können wir auch noch mal ein bisschen ran klatschen. Was ist überhaupt, wenn ich das Ding versenke? Haben wir da auch einen schönen Busch? Ja, wunderbar. Nehmen wir doch mal. Ja, so machen wir ein bisschen Vielfalt. Und sowas kann man dann ja auch mal versetzt reinbringen. Das muss ja nicht Dauerzustand sein. Und auch hier kann man mal. Wobei, nee, das ist nicht so dolle. Ja, man kann ein bisschen rumspielen auf jeden Fall. So viel wollte ich damit ja schon mal beweisen. So, dann packen wir davon noch mal ein bisschen mehr rein. Ein Glück, wir brauchen hier keine Gärtner. Das wäre teuer. Dann brauchen wir noch mal irgendwie sowas Buschiges. So, haben wir denn einen Busch? Da haben wir einen Busch. Ey, du sollst nicht so weit rausgucken. Wir wollen dich weiter drin haben. Ja, so schön. Wieso bin ich aus der Szenerie raus? Garstiges. So, das ebenfalls so ein bisschen reingedonnert. Und einmal abschließen damit und noch weiteren Büschen Unterart. Ups. Ja, dadurch können wir auch noch so ein bisschen Abstufung hier bilden durch die Höhe. Und dann sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen akkurater aus. Da noch ein Steinchen hin und wir haben eine kleine, feine, hübsch dekorierte Parkecke. Man muss ja nicht überall das Zeug haben. Was fehlt uns da noch? Wir brauchen Wegextras, ganz dringend. Hübsche Westernbank. Ich finde die allgemeine schöne Bank. Mal sehen, was haben wir. Nee, da nehme ich doch die Westernbank. Die ist doch viel schöner. Die ist für mich nicht Western, sondern einfach gemütlich. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Oder nee, erstmal müssen wir die Laternen am besten platzieren. Und dann kann man gucken, was übrig ist. Hey, die sind neu, glaube ich. Ich glaube, die sind neu, die Dinger. Ja, Cowboy-Figuren, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Yay, es gibt neue Dinge. Ich freue mich. Aber ich möchte Beleuchtung haben. Nehmen wir hier die 0815 Parklampen. Die mag ich auch ganz gerne. So. Einmal so und einmal so. Man kann hier diese Markierung eigentlich gut als
Richtlinie nehmen. Machen wir gleich weg. Ah, oder auch nicht. Als Richtlinie. Oder? Ja, geht doch. Machen wir einmal hierhin und einmal dahin. Boah, ist das zu weiter Abstand? Ich glaube ja. Ach, das ganz akkurate Drehen müssen wir denn doch nicht machen. So. Haben wir das? Oh Mann, uns geht das Geld aus. So ein Scheiß. So, brauchen wir auf jeden Fall hier zwei Bänke beim Imbiss. Oh, wo brauchen wir noch dringend Bänke? Hier auf jeden Fall. Und wenn wir schon dabei sind, Mülleimer, packen wir hier auch noch einen hin. Mülleimer. Ja, hier auch noch ein. So. Ach, hier haben wir noch gar nicht thematisiert. Ha. Naja, man kann nicht alles haben. Müssen wir so durch. Also, wir haben jetzt vier Attraktionen. Ein Imbiss, ein Getränkebude und ein Klo. Dazu ordentlich Thematisierung. Und eine Lampe, die weg muss. Haha. Und sind ziemlich pleite. Von daher können wir den Park ja eigentlich mal geschmeidig öffnen. Wo haben wir es denn? Übersicht. Ah ne. Ist schon geöffnet. Muss ich nur die Zeit... Ticket einstellen. Wir wollen ja Tickets verkaufen, habe ich mir sagen lassen. Machen wir mal 12 Dollar Eintritt. Für normal und Familie bedeutet für die Kiddies. Die können wir etwas günstiger reinlassen. Ach, machen wir 13 draus. Und den Park öffnen wir mal bis 7. Damit wir auch ein bisschen mal Dunkelheit haben, um die Lichter zu genießen. Und es geht los! Herausforderung ansehen. Boah, das war eine Herausforderung. Erreiche Fahrgeschäftsbewertung von 200. Hab ich. Geil. Und schon haben wir wieder etwas Geld durch die Herausforderung. Monatlicher Gewinn von 1000 wird diesen Monat ganz sicher kommen durch die ganzen Gäste, die reinkommen. Und Achterbahn von mindestens 3 Spaß in der Bewertung behalte ich mir einfach mal drin, weil das geht einfach zu bauen. Wir brauchen nur genug Geld für eine Achterbahn. Wo bleiben sie denn? Da kommen sie. Da kommen die ersten Gäste. Beschleunigen wir mal das Ganze. Ja, da kommen sie. Da kommen sie aber in Scharen. Oh, das wird schön. Ich freue mich. Mal sehen, ob die bereit sind, schon 13 Dollars zu bezahlen, um reinzukommen in den Park. Oder ob denen das zu viel ist. Ich bin gespannt. Wie viele gehen zurück? Warte mal, wenn so viele da reingehen, dann mache ich das Ganze nochmal teurer. Ich bin ja kein Arsch oder so. Nein, ich doch nicht. So, machen wir 11 für die Kiddies draus und weiter geht's. Ja, die fressen das noch immer offenbar. Ach nee, da hinten geht's rein. Ha, ich dachte hier wäre der Eingang. Aber die meisten gehen trotzdem rein, sind ein paar, die machen Rückzieher. Oh, seht ihr, wie das Geld reinkommt?
Das ist gut, das ist sehr gut. Mein Plan geht auf. Ich kann dadurch schon mal mein erstes Darlehen zurückzahlen und auch gleich das zweite. Dadurch habe ich nur knapp über 3 Millionen zurückzahlen müssen, weil die Zinsen beim sofortigen Zurückzahlen nicht so relevant sind. Ah, ist das geil. Das ist doch geil. Und sie kommen noch weiterhin. Der Strom reißt so langsam ab, aber es sind noch ein paar, die unterwegs sind. Gefällt mir. Ja, ich kann auch den zweiten Kredit zurückzahlen. So, jetzt bin ich erstmal wieder bei der Schufa ganz ordentlich unterwegs. Und irgendwas können wir uns ja mal hier aus First Person anschauen, oder? Machen wir das noch für diese Folge, glaube ich. Come on. Wird gemacht. Wir setzen uns mal mit rein. Ach so, das ist tatsächlich der Sitz. Kann natürlich auch die Filmkamera. Die ist bei Achterbahn schön, wenn es denn so spektakuläre Perspektivwechsel gibt und was nicht alles. Ah, gibt es auch hier. Mit diesen schönen Bewegungen. Aber ich nehme lieber die Sitzkamera. Ich möchte das Augenmerk. Ah, nee, das ist. Da kann ich den Fahrgästen gegenüber sein. Also ist auch nicht schlecht, nur andere Reihe. So, ich will ja meine Mitfahrer ein bisschen trotzdem beobachten können. Ach, wie die sich alle schon freuen. Seht ihr kein mürrisches Gesicht? Alle sind so happy. Oh, warte mal, der da hinten, der ist doch cool drauf, oder? Der sieht so ein bisschen aus wie so eine coolere Version, nicht coolere, dunklere Version von Jan Hegenberg. Jan Hegenberg ist ja eine coole Sau, das wissen wir alle. Und habt ihr euch mal alle hingesetzt? So, wir können starten, hoffe ich. Bitte, 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 bitte. Ja, es geht los. So, und es darf jetzt mal losgehen. Ja, es geht los. Die wilde Fahrt. Mal sehen, ob sich irgendwas in den Gesichtern ändert während der Fahrt. Die lacht also richtig freudig. Da hinten auch. Oh, der scheint ein bisschen angespannter zu sein, der bärtige Typ. Mal sehen, ob es davon mehr gibt, die während der Fahrt ein bisschen die Düse geht. Oh, Jan Hegenberg in Dunkel ist auch richtig amüsiert bei. Es geht rum, es geht rum. Komm, komm, komm. Ja. Ah, bei dem weiß ich nicht. Freut er sich jetzt richtig? Ist so ein bisschen introvertierte Freude noch. Ah ja, jetzt ist er richtig. Jetzt ist das Eis gebrochen. Und der klappert noch vor sich hin. Habe ich den Eindruck. Mal kurz gucken. Ja, da kann man die. Und der macht sich in die Hose. Oh, ich zeige jetzt drauf und ihr könnt das gar nicht sehen. Der macht sich richtig in die Hose. Das ist ja herrlich. Den beobachten wir weiter. Sein Kumpel zur Rechten, der freut sich richtig einen Ast ab. Und das kleine dicke Pummelchen macht hier sich echt die Hose nass. Oh, und der feiert, glaube ich. Der ist irgendwo zwischen Furcht und Feiern, habe ich den Eindruck. Ach, der auch. Oh, ist das herrlich, die Reaktion anzuschauen. Ach, hier kann man ja mal rüberwinken. Yay, genau. Geht's jetzt langsam zurück in die Station oder liege ich hier falsch? Könnte jetzt so langsam aber sicher dem Ende zugehen. Oh, da war wieder so ein ganz lustiger. Oh, und hier schlabbert der Mund ja auch so richtig umher. Oh, hat ein Cosmic-Cow-Kleidungsstückchen an. Ist ja herrlich. Jetzt kannst du dich beruhigen, also. Gott, hier sind richtig die Schisser mit dabei gewesen auf der Seite. Ja, also wenn das mal nicht ein schöner Abschluss des Ganzen war. Und die Beleuchtung, die funktioniert auch so ein bisschen. Ja, dann kann man doch mal erstmal gucken, was, dass man die Herausforderungen gemeistert hat.
So, nochmal schön $1.000 kassiert. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen die Folge dann auch mal beenden. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Dattelzeit mit Planet Coaster in der Beta. Ja, aber Final Release steht ja schon knapp bevor. Also wieder einschalten. Ich hoffe, dass der Park dann bei der Final auch noch weiter funktioniert. Ciao, ciao.